Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin ganz aufgeregt, denn heute darf ich euch den Purish Adventskalender vorstellen. Uff, der befindet sich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, heute dürfen wir nämlich komplett reinschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch ja schon 4 Kläppchen spoilern dürfen, beziehungsweise 4 Boxen daraus und genauso wie auch Kati und auch die wundervolle Nicole. Und heute ist auch die liebe Özle mit uns im Bunde, denn wir sind die 4, die glorreichen 4, die das unheimliche Glück haben, zum Launch heute am 23. September um 12 Uhr euch den kompletten Adventskalender zeigen zu dürfen. Der kostet 119,90 Euro, das ist eine Stange Geld, aber wir haben einen Warenwert von 350 Euro drin. Leider haben wir hierauf keine Rabattcodes, weil das einfach schon so ein krass gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist für so eine kleine Firma wie Purish nun mal ist. Und ja, ich bin sehr happy, dass ich ihn euch komplett zeigen darf. Wenn ihr Bock auf den Adventskalender habt, schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich euch einen Link dazu reingesetzt und darüber würde ich auch eine kleine Provision bekommen, ne? Das heißt, ihr unterstützt mich auch dadurch. Dieses Mal haben wir auch ein wiederverwendbares Design und zwar ist es keine Hutschachtel, sondern das ist ein riesiger Schuhkarton fast schon. Also du kannst da ja alles drin aufbewahren. Diese kleinen Schächtelchen, die sind nicht verklebt, die sind einfach zum Aufmachen. Das heißt, auch die kann man weiterverwenden. Wow, okay. Ich finde immer, der 1. Dezember sollte tatsächlich auch schon mit einem ordentlich krassen Produkt starten, denn das ist ja auch so ein bisschen dieser Einstieg in den Adventskalender. Paula's Choice, wie freundlich. Mit 10% Acelainsäure, ein Booster, ja, und Salicylsäure, 5 ml sind hier drin. Das ist eine wirklich relativ kleine Größe. Aber ich würde sagen, um halt einfach mal zu gucken, ob einem das gefällt, ist es nicht verkehrt. Es ist ja auch so, dass ich Acelainsäure schon öfters mal in den Händen gehalten habe, aber ich hatte immer ein bisschen Bedenken. Mal gucken, ob der 2. Dezember jetzt mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen lässt. BH Cosmetics finden wir hier drin. 411 Lip Glaze, sagt mir gar nichts. Highshine Lip Gloss ist aber eine schöne Farbe. In der Farbe Rumors. Das war doch mal so ein Lied, oder? So schaut es auf jeden Fall aus. Wir können ja gerne mal swatchen, dass wir uns den mal angucken. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer an sowas riechen muss. Es hat keinen speziellen Duft. Oh ja, das ist ein wirklich sehr, sehr gefälliger My Lips But Better Ton. Ne? Den kann ich mir auch sehr gut im Alltag vorstellen. Nicht super krass Spezielles. Genau, wie gesagt, wir haben ja keinen Code auf den Adventskalender, aber auf alles von unserer Collection-Zeit und auf den kompletten Sale gelten auch die Codes immer. Bei mir ist es Claudis Welt 10, also falls ihr darauf Bock haben solltet, dort mal vorbeizuschauen, macht das sehr, sehr gerne. Selbstverständlich mit dabei ist die Nummer 3. Die ist relativ leicht. Okay, sowas mag ich persönlich. Ich verlinke euch hier mein Video, da habe ich ein bisschen mehr zu chemischen Peelings gesagt, dass man da einfach mal so ein bisschen auch weiß, wie wirkt welche Art von Peeling quasi auf meiner Haut. Salicylsäure ist im Prinzip hornlösend, also wenn du quasi, ja, Madame hat ihre Periode, den habe ich sehr gut übergeschminkt, wie ich finde, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Salicylsäure darauf anwende, ist es so, dass hier die Hornschicht aufgelöst wird, sodass dann quasi alles, was da drin ist, etwas besser gereinigt wird. Kann. Hier haben wir auf jeden Fall etwas drin von einer Marke, die ich nicht kenne. Maisani Protecting and Soothing. Das sind diese, ja, Your Best Tea BHA Spot Patches. Also ich glaube, dass ich mir die tatsächlich auch mal mit runternehme und dann mal in Anwendung nehme. Hier haben wir die Nummer 4. Riesig. Und das ist auch eins der Spoiler-Produkte, die ich bekommen habe. Hat übrigens meine Dame ausgelost, deren Name nicht genannt werden darf, weil ansonsten reagiert sie auf alles, was ich mache. Von Hairburst habe ich hier das Hydrating and Balancing Scalp Tonic. Wie passend ist das, bitteschön, Entschuldigung. Mit Niacinamid und Hyaluronsäure und das ist mit Feige und Vanillearoma. 100 ml. Leute, das ist eine Originalgröße. Richtig nice. Richtig nice. Das gefällt mir. Ja, das soll halt auch sein, damit deine Kopfhaut schön Haare wachsen lassen kann. Mit Feuchtigkeit versorgt und beruhigt, pH balanciert, schön, nährt, nett. Und auch wenn das so juckend ist oder so, oh Gott, dieses Produkt kommt sowas von nachher direkt mit runter, dass ich das mal ausprobiere, weil ich habe mittlerweile wenige Unreinheiten im Gesicht, weil ich perfekte Skincare verwende, aber dafür echt auf der Kopfhaut. Hallo? Oh, und es läuft gerade aus. Man sollte den Deckel auch drauf lassen, Claudi. Was machst du denn da? So sieht es auf jeden Fall aus. Finde ich sehr praktisch, dass du hier direkt auch diese Öffnung hast, dass du es dir direkt auf die Kopfhaut geben kannst.
Machen wir weiter am 5. Dezember. Natürlich hoffen wir, dass wir hier auch viele hochpreisige Marken haben, aber auch Essence und Catrice meiner Meinung nach dürfen nicht unbedingt fehlen, weil die halt wirklich stark da vertreten sind. Yes, I Can, die Eyeshadow Palette mit 7,2 Gramm, die kenne ich noch gar nicht. Da muss ich mal einen Blick reinwerfen. Oh, das ist eine eher wärmere Palette. Auch sehr hübsch, ne? Also wirklich sehr zurückhaltend, aber sehr hübsch. Für mich persönlich vielleicht einen ganz kleinen Tick zu dunkel. Also ich finde den Ton hier oben wunderschön. So, Purish, dann mach mal, dass der Nikolaus so richtig einen raushaut. Unfiltered steht hier oben drauf. Happy Holidays fällt hier mir auch entgegen. Okay, Transparent Lab. Oh, das ist eine schöne Marke. Die Urea Face Cream. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch eine Gesichtscreme drin, ne? Mit 10% Vitamin E, 5% Urea, 1% Bisabolol und 0,5% Allantoin. Das sind 50 ml. Das ist jetzt keine super teure Creme, keine super teure Marke, aber das ist positiv, weil dann ist sie ja erschwinglich. Und wenn einem die gefällt, kann man sich die gut nachkaufen. Finde ich persönlich nice. Ne? Also hier steht auch immer bei Transparent Lab ganz genau drauf, was drin ist. Das machen die halt so aus Markenphilosophiegründen, würde ich es mal so nennen. Und dann haben wir hier noch Happy Holidays mit am Start. Pro Bestellung spenden wir 1 Euro an Visions for Children e.V. Richtig schön. Und du hast hier, ja, weiß nicht, ob ich den werttechnisch mitzählen werde, Leute. Ein 10-Euro-Gutschein mit einem, also ab einem Einkaufswert von 30 Euro, kann nur einmal pro Kundin eingelöst werden und ist vom 1.12. bis zum 31.03.2025 gültig. Ja, ne? Sollte man auf jeden Fall dran denken, dass der hier in der 6 mit drin enthalten ist. Okay, der 7. Dezember ist schon mal größentechnisch eine Hausnummer und die haben die auch gut gefüllt, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass du da jetzt nur so ein Kajal drin hättest oder so. Hier haben wir von Revolution etwas drin enthalten. Rose Quartz Facial Roller haben wir hier am Start. Ich glaube, viele freuen sich darüber, weil es ist eigentlich ein gutes Produkt, ne? Das kannst du im Sommer super in den Kühlschrank packen und dann kühl anwenden. Im Winter würde ich es einfach bei Zimmertemperatur anwenden. Wenn du jetzt irgendwie ein Serum hast, was du einarbeiten möchtest oder eine Ampulle, kommt das immer ganz gut. Und ich finde, so ein bisschen Gesichtsspa zwischendurch ist ganz schön. Dieses Streicheln, was man dann ja auch macht, ne? Ich habe so ein Ding schon tatsächlich und habe das auch in reger Anwendung. Deswegen brauche ich das für mich persönlich jetzt nicht unbedingt. Ach so, das wollte ich auch noch gesagt haben. Weil ich diesen Adventskalender zugeschickt habe und bekommen habe in der Kooperation, möchte ich gerne in diesem Video auch eine Verlosung machen. Mensch, und zwar bastle ich einen selbst erstellten Adventskalender für euch und ja, verlos den an eine Person. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal dort vorbei. Reden. Ja, habe ich vollkommen vergessen, Leute. Es war alles so aufregend hier. Genau, ist es aber nach wie vor. Ich würde jetzt mich drüber freuen, wenn wir auch passend dazu noch ein entsprechendes Feuchtigkeitsserum oder so hier drin finden könnten. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das war, darf sie, weil sich das so wundervoll reimt und weil mein Hund Sammy da auch Geburtstag hat. Hier haben wir in einer wirklich kleinen Größe, aber das kann man, glaube ich, da auch so kaufen. Das ist eine schöne Reisegröße von Geek & Gorgeous, den Jelly Joker. Und das sind 50 ml. Gesichtsreinigung ist immer der erste Schritt oder sollte immer der erste Schritt von der Gesichtspflege sein. Deswegen macht es durchaus Sinn. Ist ja knuffig. Auch die Nummer 9 war eine Sneak Peek von mir. Mal gucken, worüber wir uns da freuen dürfen. Emphasize steht hier. Ach was, hat mir Sauda eine neue Mascara rausgebracht? Das habe ich nicht mitbekommen. 13,5 ml, das dürfte eine Originalgröße sein. Schön. Also Entschuldigung, das Design von dieser Mascara erinnert mich ganz persönlich an eine von der lieben Anastasia. Entschuldigung. Sauda hat so schöne Mascaras und nicht die davor, wie hieß die, Big and Thick Lashes oder so? Oh, die fand ich so gut. Okay, hier haben wir ein erdnussförmiges Bürstchen und das ist ein Faserbürstchen. Die wird sehr wahrscheinlich auch wirklich sehr vielen gefallen. Ne? Das ist ein wirklich gefälliges Bürstchen. Riecht nach Mascara, ist jetzt kein starker Duft oder so. Ich bin auf den Effekt gespannt. Und eine Mascara in den Adventskalender zu packen, ist einfach smart. Ich finde, das muss eigentlich auch sein. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Pore Cleansing Oil BHA von Hanskin. 30 ml sind hier drin enthalten. Die Produkte, die hier auch viel drin sind, würde ich dann eher so punktuell verwenden oder ab und an, aber nicht alles geballt. Das wäre für meine Haut einfach zu viel. Den Jelly Joker, der ist super mild, den kann ich immer anwenden, aber das hier wäre wahrscheinlich ein bisschen, puh, kann ich nicht jeden Tag machen, ne? Wobei man die beiden in Kombination dann ja auch verwenden kann und du das BHA ja auch wirklich nur für den Zeitpunkt der Reinigung auf deinem Gesicht hast. Trotzdem würde ich das jetzt nicht unbedingt morgens anwenden. Ja, und dann halt auch nicht jeden Tag. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält
ein Produkt von BeFresh. Okay, das Overnight Lippenserum, Lippenpflege, gehört in einen normalen Beauty-Adventskalender definitiv rein. Mit Shea und Murumuru-Butter. 15 ml sind hier drin enthalten. Finde ich gut. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich glaube, so ein Lippenpflegeprodukt, ne, ist nie weg. Ich persönlich verwende sowas dann halt auch wirklich abends. Entweder, dass ich das bei mir im Spiegelschrank stehen habe oder bei mir direkt sogar ans Bett stelle. Ne? Finde ich gut. Very Vanilla ist die Duftrichtung. Das passt natürlich. Ne? Das ist schön weihnachtlich. Mag ich. Mal gucken, was wir hier jetzt in der Halbzeit finden dürfen. Also das ist halt eigentlich auch immer ein ziemlich wichtiges Büchschen, finde ich. Ne? Ach, du ahnst es nicht. Was bist du denn? Nein. Das ist interessant. Be Perfect Shaded, ein Face Squad Multi-Use Face Palette, weil du die sicherlich auch als Lidschatten verwenden kannst. Das finde ich halt auch irgendwie richtig geil, bin ich ehrlich. Wir haben einen matten, einen schimmernden Bronzer, einen Blusher und einen Highlighter hier wohl drin. Schaut so aus, aber ich vermute sehr, sehr stark, dass das auch Töne sind, die mir passen könnten. Ich bin jetzt nicht so der ultimative Fan von Schimmer-Bronzern, wobei den kannst du dann vielleicht auch als Blush, Topper, Bronzer, wie auch immer nehmen. Keine Ahnung, wir schauen uns mal die Farben an. So schauen die auf jeden Fall aus. Ne? Also ist es nicht unbedingt inklusive, würde Cardi jetzt auch tatsächlich dazu sagen. Und hier haben wir einmal wirklich einen sehr, sehr, sehr hellen, ockerfarbenen Bronzer. Dann haben wir hier diesen Schimmerbronzer. Ist nicht ganz so meine Welt. Der Blush, den finde ich schön. Den finde ich richtig schön. Das ist eine schöne Farbe. Und der Highlighter ist sehr glitzernd. Holla, die Waldfee. Ne? So schaut das einmal aus, geswatcht. An und für sich schön. Und der Highlighter könnte sogar farblich bei mir passen. Das muss ich ausprobieren. Das kann ich jetzt so natürlich noch nicht sagen. Ich habe wieder Hosen an. Ich kann meine Hände wieder an der Hose abputzen. Es ist kein Sommer mehr. Interessant. Ich finde die Fältchen auch so ein bisschen für eine Facepalette ein bisschen klein. Weiter geht die wilde Reise am 13. Dezember. Die zweite Halbzeit wird hiermit eingeläutet. Okay, das ist mal ein etwas kleineres Produkt, ne? The Purest Solutions. Hier haben wir nämlich auch wieder AHA und BHA drin. Exfoliating and Clarifying Toner. Okay, 50 ml sind hier drin enthalten. Ich persönlich würde mit so einem Ding ewig und drei Tage auskommen. Bin ich ehrlich. Bin ich wirklich ehrlich. Ich glaube, die Firma hat mich letztens für eine Kooperation angeschrieben. Da muss ich nochmal nachschauen. Ich wusste nämlich auch nicht, dass die bei Purish vertreten ist. Ja, also, wenn ich jetzt theoretisch alle Produkte aus dem Adventskalender in der Reihenfolge verwenden würde, würde ich erst den Toner verwenden mit BHA und AHA. Dann würde ich dieses Cleansing Oil mit BHA nehmen. Dann den Jelly Joker. Eieiei, das wäre alles ein bisschen viel, Leute, ne? Dann vielleicht sogar die Acelainsäure mit der Salicylsäure. Für mich persönlich ist das hier zu viel Salicylsäure, bin ich ehrlich, ne? Weil ich halt einfach eine sensible Haut habe und ich einfach weiß, dass sie das nicht so nice finden wird. Aber wir sehen jetzt schon, dass wir schon allerhand an einer Gesichtspflegeroutine hier drin haben. Und natürlich dann auch noch als Abschluss die wundervolle Gesichtscreme, die das Ganze dann beruhigen darf. Schauen wir mal, was uns am 14. Dezember erwartet. Olaplex. Natürlich ist Olaplex hier drin. Das ist ja auch sehr stark bei Purish vertreten. Ich traue mich da nicht dran. Bin ich vollkommen ehrlich. Das ist der Hair Perfector Number 3 und da sind 30 ml drin. Das repariert die Haare und das soll wohl dafür da sein, dass du es vor dem Shampoonieren reinmachst. Also wirklich in die Haare reinmachen. 2 bis 3 Mal pro Woche. Nee. 1 Mal pro Woche, wenn du normales Haar hast und 2 bis 3 Mal, wenn du halt wirklich geschädigtes Haar hast, genau. Und das machst du vor dem Shampoonieren rein und dann 10 Minuten warten und dann Shampoo und dann Haarkur und dann Conditioner. Crazy, ne? Auch der 15. Dezember war eine Sneak Peek von mir. Mal gucken, was ich da sneaken darf. Oh, geil. Lumen. Mhm. Da haben wir, also wir, Nicole und ich, euch ja auch den kompletten Adventskalender ausgepackt. Fun Fact, das habe ich aktuell in Anwendung und ich finde es super. Verwende ich morgens Lumen Valo Nordic Sea Glow Boost Essence. Und da haben wir 15 ml drin. Das ist mit Vitamin C und arktischen Cloudberries. Also quasi Wolkenbeeren. Ja. Bestimmt ist es das. Ich mische mir das ganz gerne in ein Hyaluronsäure-Serum und gebe mir das über mein Gesicht. Wie großartig ist das, bitteschön. Finde ich richtig, richtig nice und ein sehr schönes Produkt. Das spendet so einen Glow. Das macht die Haut so, so schön. Sehr empfehlenswert. Wirklich toll. Schön, das darf ich sneaken. Schauen wir mal, was der 16. Dezember so zu bieten hat. Ja, so langsam darf auch mal wieder dekorative Kosmetik kommen. Und da denkt sich Purish, alles klar, wir machen 2 rein. Und zwar von Catrice. Einmal haben wir hier
den Better Than Fake Lips Volume Gloss. Und zwar 5 ml sind hier drin. Eine sehr schöne Farbe. Und ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Schneegestöber. Also wirklich so wie Schneeflocken. Richtig toll. Das ist mit so silbernen Sparkles. Maximum Glow heißt hier die Farbe. Mag ich sehr gerne leiden. Okay, es ist quasi der zweite Lipgloss, ne? Und dann haben wir in einem wunderschönen Weihnachtsrot den Intense Matte Lip Pen in Get Ready. So eine schöne Farbe. Guckt euch das mal an. Das finde ich extrem schön, ne? Also das ist für mich halt auch so das perfekte Weihnachtsrot. Hast hier halt den Stift, den kann man auch anspitzen, wenn man möchte. Ey, apropos, ich glaube, wir haben hier keine wirklichen Füllprodukte drin bislang, ne? Das finde ich auch sehr, 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 sehr charmant. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Oh, auch da wieder, ne? Komplett das Kläppchen ausgefüllt. Das ist super, Leute. Da haben wir No Cosmetics drin. Vitamin C Creme. Okay, wir waren jetzt in der ersten Hälfte sehr krass unterwegs, so mit BHA und so, ne? Und jetzt gehen wir, also quasi, wir waren vorher so ein bisschen in Richtung unreine Haut. Und jetzt möchten wir Glow spenden. Da sage ich direkt, ja, hier bin ich. Das finde ich total großartig. 5% Vitamin C und fermentiertes Kamillenöl. Sehr interessant. Und Bioflavonoid. Keine Ahnung, was es ist. 50 ml dürfte eine Originalgröße sein. Das finde ich sehr, sehr nice. Also es ist die zweite Gesichtscreme, ja. Aber du kannst diese Urea-Creme auch sehr gut abends verwenden und die dann quasi morgens. Also als hätten wir quasi am Anfang des Adventskalenders unsere Abendpflege bekommen und jetzt kriegen wir unsere Morgenpflege. Ob ich das jetzt unbedingt in Kombination direkt mit dem Lumen-Serum verwenden würde, glaube ich nicht, weil das wäre meiner Haut wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel. Die ist halt echt sensibel und sehr zickig, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Das ist von NYX Sweet Lemon, eine Hand and Nail Cream. Darf nicht fehlen. 50 ml sind hier drin. Ich finde auch tatsächlich, dass eine Handcreme, eine Lippenpflegesache, ein roter Lippenstift, vielleicht auch ein roter Nagellack einfach in einen Beauty-Adventskalender reingehören. Und ja, ne, hiermit hat man dann ein positives Gefühl auch weitervermittelt, denn normalerweise sind diese ganzen zitrischen Düfte auch dafür so bekannt, dass sie auch gute Laune verbreiten. Also vielleicht kriegt man dadurch auch ein Lächeln ins Gesicht. Der 19. Dezember fühlt sich schön schwer an. Das finde ich sehr charmant. Auch hier schön gefüllt. Da haben wir drin Firm Loves Face. Wir haben hier Retinal drin enthalten. Slow Aging Serum. Und hier kommen auch wirklich Häutchen wie ich mit ins Spiel, denn das finde ich ja großartig. Straffe Haut und hilft, Falten zu reduzieren. Retinal ist nämlich tatsächlich eine Form von Retinol und zwar eine der bekömmlichsten, also das, was die Haut oder eine der hautverträglichsten, ne? Und das ist vegan und parfümfrei. Das finde ich sehr, sehr nice. Sowas ist halt etwas. Da freue ich mich sehr drüber. Wir hatten jetzt natürlich vor nicht allzu langer Zeit auch schon ein anderes Serum drin enthalten, aber hierüber freue ich mich gerade richtig derbe. Also das finde ich sehr interessant, werde ich auch auf jeden Fall gerne mal ausprobieren und ja, schön. Ist aber das dritte Serum, das heißt danach sollte bitte auch kein weiteres Serum mehr folgen. Ich habe ihn jetzt mal komplett zu mir geholt, und zwar den 20er Bereich. Hier habe ich jetzt die Nummer 20 und die ist wirklich schön schwer. Peaches and Cream, nein! Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, auch gesagt, so ein Primer in so einem Adventskalender ist sinnvoll, ein ungefärbtes Augenbrauengel, also ein transparentes, ein Puder ist immer eine schöne Sache, ne? Und die haben die von Melt, den Sexfoil, Amorelli ist verlinkt natürlich, ne? Digital Liquid Highlight hier drin, Peaches and Cream, 30 ml, den habe ich in einer anderen Farbe. Krass, den kannst du vielleicht, wenn du das, also Moment, Moment, Leute. Ja, der ist halt relativ dunkel, ne? So schaut er aus. Ja, genau, denn den ich mir gekauft habe, ist in der Farbe Stargazer. Der ist ein bisschen heller als der Peaches and Cream. Holla, die Waldfee. Also, was man damit alles machen kann, ist, dass man den als Liquid Highlighter verwendet. Du kannst den auch sehr wahrscheinlich aufgrund der Farbe, wenn du so hell bist wie ich, als Blushlighter verwenden. Ich persönlich verwende meinen gerne als Primer unter matten Foundations zum Beispiel oder ich mische mir das in Foundations rein. Das ist ein Riesending. Der ist super hochwertig aus Glas. Du hast hier oben auch so einen riesigen Pumper. Also das ist unglaublich, dass sie den hier mit reingemacht haben. Ja, gut, ne? Wow. Davon bin ich wirklich, finde ich geil. Die Nummer 21 habe ich hier. Hier haben wir Rewake Moist Treatment von Plodica. Sagt mir auch nichts. 33 ml.
Wofür bist du denn? Oh, das ist K-Beauty. Oh Leute, das ist ein Toner. Okay, es ist eine kleine Größe. Seien wir mal ehrlich, ne? Das ist wirklich nicht groß. Aber es ist K-Beauty, was ich immer sehr interessant finde. Es wird auch wahrscheinlich sehr, sehr hautverträglich sein, eben wegen K-Beauty. Da muss ich mir nur noch mal die Inhaltsstoffe durchlesen. Und ist dann wahrscheinlich das sensible Häutchen-Pendant zu dem hier. Oder du verwendest den abends und den morgens. Und nach der Gesichtsreinigung benutze ich auch immer gerne einen Toner. Finde ich schön, dass es hier mit drin ist. Hätte meiner Meinung nach aber ein bisschen größer sein dürfen. Die zweite und letzte Schnapszahl ist tatsächlich auch sehr groß. Die Nummer 22. Und hier haben wir... Slick Hair. Okay, es ist mega angesagt, diese sleeken Frisuren zu haben. Gar nicht mein Vibe, ne? Anti-Flyaway Hair Wand. Ja, das ist ja unglaublich. Da sind 10 Milliliter hier drin. Und wenn man sich halt so einen Bun macht, ne? Dass man dann quasi die ganzen Flyaways, die ganzen abstehenden Härchen schön auch so dran kämmen könnte. Das hat meistens so eine Mascara-Bürste hier mit drin. Das ist noch zugeklebt. Werde ich nicht benutzen, werde ich weitergeben. Definitiv, ne? Es ist halt dadurch, dass es so angesagt ist, sinnvoll, das mit reinzumachen. Es ist schön, auch wieder hier ein Haarpflegeprodukt drin zu finden, aber meins ist es echt nicht. Auch die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend, war eine meiner Sneak Peeks, die ich machen durfte. Und hier drin haben wir Gegen Gorgeous, ja schön, Power Peptides. Es ist das vierte Serum. Das finde ich nicht gut. Nee. Leider finde ich das wirklich nicht gut. 30 Milliliter, ich finde das Serum an und für sich gut. Ne? Peptide sind so großartig, weil die halt auch helfen, die Hautschutzbarriere wiederherzustellen. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Wirkstoff für sensible Haut, für ja, hilfebedürftige Haut. Aber ich finde es nicht gut, dass wir hier vier Serien drin haben. Da muss ich ehrlich und fair sein. Ne? Und ja, das ist eine super fancy Verpackung mit diesen Pünktchen da drauf. Das sieht alles super süß aus, dieses Bunte und so. Aber die hätten sich eins dieser Serien sparen können. Naja, aber trotzdem, das Produkt an und für sich finde ich interessant und finde ich auch gut. Hier habe ich ihn, den 24. Dezember. Was fehlt uns denn noch? Also, es ist flach. Ne? Es ist flach. Es ist jetzt nicht riesig. Also eine riesige Lidschattenpalette werden wir hier nicht drin haben. Wir hatten auch schon eine Lidschattenpalette am Start, wobei die eher neutraler unterwegs war. Wir haben schon eine Mascara. Das hier wird kein transparentes Augenbrauengel sein und sehr wahrscheinlich auch kein Puder. Weiß ich nicht, was das ist. Es ist eine Lidschattenpalette. Und zwar die Reload von LH Cosmetics. Das ist ja interessant. Alexa, stopp. Wie ich einfach überhaupt nicht ihren Namen gesagt habe. Und eben habe ich noch gesagt, dass ich ihren Namen gar nicht sagen will. Ne? Naja, so schaut sie auf jeden Fall von außen aus. Und ich werde jetzt mal gleich eben meine holen, dass ich euch die auch swatchen kann. Und zwar ist das einmal diese hier. Na, jetzt will er die ganze Zeit diese Lichter fokussieren. Ne? Ja, sie sieht auch schon etwas mitgenommen aus. So sieht meine Palette tatsächlich aus. Also LH Cosmetics, die Linda Horberg, die macht die geilsten Schimmertexturen irgendwie, also das ist so abgefahren. Die sind so, 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 so schön. Ja, guck mal, hiermit hast du ja schon mal direkt einen Look, ne? Das sieht doch schon mal ziemlich nice aus. Du hast ja auch einen Weihnachtslook drin, was ich persönlich schön finde. Also dadurch, dass du halt dieses, ja, dunkel Beere quasi hast und dieses Grün und das Gold oder Champagnertönchen, hast du hier schon auch die Möglichkeit, einen richtig schön festlichen Look zu machen. Oder wenn man den Adventskalender halt vorher auspackt, einen eher herbstlichen Look. Und Leute, ich habe immer noch so viel an meinen Fingern. Also es ist schon krass, wenn ich mir auch angucke, was ich hier auch in diesem Adventskalender drin habe. Purish hat auf jeden Fall aus manchen Fehlern vom letzten Jahr gelernt. Dennoch haben wir hier das ein oder andere Produkt in einer etwas zu kleinen Größe drin. Auch, dass wir vier Serien drin enthalten haben, finde ich persönlich jetzt auch nicht so großartig. Ich bin ja eher so auf der Make-up-Seite, ne? Und da finde ich, dass wir schon schöne Produkte hier drin finden dürfen. Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal darüber austauschen. Der Link dazu ist in der Infobox. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und für eine zweite, dritte, vierte Meinung sage ich gerne Özlem, Nicole und Kati. Alle in der Infobox verlinkt. Schaut gerne rein. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.